Morgen ist es endlich soweit, der Nikolaus befüllt unsere Stiefel. Allerdings hat er es gar nicht so leicht, den Weg zu uns zu finden, denn er muss mit Schneefällen und auch mit glatten Straßen rechnen. Und damit hallo und herzlich willkommen zum Wetter bei wetter.net an diesem Samstag, einen Tag vor dem Nikolaustag. Lasst dem Video doch gerne den Daumen nach oben da und klickt auch noch schnell auf Abonnieren, damit ihr immer richtig gut rund ums Thema Wetter informiert seid. Der Nikolaus bringt uns also Schnee und winterliches Wetter mit, allerdings nicht überall. Und wir wollen uns einmal anschauen, wo wir denn mit Schnee rechnen können und vor allen Dingen auch mit glatten Straßen. Zunächst der Blick wie gewohnt auf die große Wetterlagenkarte. Und hier sehen wir schon diese kleinräumigen Tiefdruckgebiete, die sorgen eben vor allen Dingen in den Alpen und im Alpenvorland für recht winterliches Wetter. Allerdings haben diese Tiefdruckgebiete, diese kleinen, praktisch kein lieberes Hobby, als uns Meteorologen das Leben mal so richtig schwer zu machen. Denn die überlegen sich häufig gerne noch mal anders, welches Wetter sie jetzt tatsächlich für uns bereithalten. Das ist also mit der Vorhersage bei so kleinen Tiefdruckgebieten nicht immer ganz so einfach. In der kommenden Nacht, da wird es dann Schneefälle in den Alpen und vor allen Dingen im Alpenvorland dann auch mal Schneeregen geben. Da kann es auch wirklich glatt werden, sonst bleibt es häufig trocken. Dazu gehen die Temperaturen dann in der Nacht auf 3 bis minus 3 Grad zurück. Das mit den Schneefällen schauen wir uns nun aber noch ein bisschen genauer an. Heute Abend, da liegt hier ein Schneeregenband, modelliert vom Eikenmodell, praktisch in diesem langen Streifen über dem Süden bis fast rein in die Mitte des Landes. Und da sehen wir in Blau den Regen, in Rot den Schnee. Und da kann das Ganze dann auch mal ein Schneeregen gemischt sein, an den Alpen dann eher Schneefälle. Gehen wir noch mal ein bisschen weiter in die Nacht hinein. Und da sehen wir dann auch schon, dass sich dieses Band eben noch ein bisschen ausdehnen wird und dann auch mal weiter nördlich etwas Schnee, Schneeregen und Gelette bringen wird. Und vor allen Dingen aber auch wieder in den Alpen Schneefälle. Aber wir sehen, hier ist auch mal etwas Regen mit dabei. Und das kann besonders gefährlich sein, wenn dieser Regen dann auf den gefrorenen Boden trifft, dann wird es richtig glatt. So auch kann es morgen im Tagesverlauf immer noch glatt sein und für den Nikolaus also nicht ganz so einfach, den Weg nach Hause zu finden. Dazu gibt es dann weiterhin in den Alpen auch noch mal Schneefälle und hier noch ein bisschen Schneeregen und auch mal Regen ist mit dabei. Ansonsten häufig dicht bewölkt, aber die Sonne, die kann sich vor allem im Osten mal zeigen. Und wenn wir hier auf die Temperaturen schauen, dann sehen wir, dass die Werte hier noch auf bis zu 12 Grad vorankommen. Hier wird es also gar nicht wirklich winterlich, während an den Alpen nur noch bis zu 1 Grad erreicht werden. Schauen wir nun noch auf die Aussichten und da sehen wir schon am Montag 1 bis 11 Grad, dazu Schneefälle an den Alpen. Es kann vor allen Dingen morgens auch am Montag noch mal richtig glatt sein. Wer also früh auf die Arbeit muss, der sollte ganz besonders vorsichtig sein. Ansonsten sind auch Regentropfen und häufig aber auch trockene Abschnitte mit dabei. Am Dienstag ebenso viele dichte Wolken, auch mal Schneeregen und Schneefälle in den Alpen bei 0 bis 8 Grad. Am Mittwoch, da wird es dann noch ein wenig kühler. Die Werte gehen auf minus 1 bis 5 Grad zurück. Dazu dann Schneefälle in den Alpen und Schneeregen kann sich dann auch bis in die Mitte des Landes ausdehnen. Im Norden, da wird es aber wahrscheinlich nicht wirklich winterlich. Habt noch einen wunderschönen Abend und morgen einen großartigen Nikolaustag. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei wetter.net.